herzlich willkommen zu Outdoor Illner. Verzeiht bitte den Fluglärm. Hätte ich einen Flak, würde ich was dran ändern. Habe ich aber nicht. Deswegen muss es diesmal auch mit der Scheiße am Himmel gehen. Alles klar. Survival muss nicht immer teuer sein. Ja, Nostalgietüte. Habe ich für, sagen wir mal, 2 Euro oder was im Aldi gekauft. Also ist nicht teuer. Jetzt werde ich euch fragen, warum kaufst du denn sowas? Das ist doch für Kinder und Nostalgiker, nicht für Knaller der Survival-Spezialisten. Falsch! Hier, seht ihr das? Survival-Armbänder. Und ich weiß, was ihr jetzt sagen werdet. Survival-Armbänder müssen doch aus Paracord sein. Und außerdem, wenn das gegessen ist, ist es ja weg. Ja, nichts gegen Paracord. Wenn man es vor Hunger nicht mehr aushält, kann man sich damit im Wald aufhängen. Und es stimmt, man kann die Dinger auch wieder aufwickeln, diese Armbändchen. Zumindest, wenn man 30 Jahre lang in einem indischen Sweatshop als Flechter gearbeitet hat und das auf die Reihe kriegt. Ne? Normale Menschen können das nicht. Also geben wir der Sache hier mal eine Chance. Gut. Machen wir es auf, denn ich habe so den Verdacht, dass da noch viel mehr als einfach nur Survival-Armbändchen drin sind. Ist so. Da fangen wir an. Erstmal das Survival. Oh, die sind aber lang, du. Ja, astrein. Die kann man auch doppelt nehmen, siehst du? Und wenn es dann doch nicht reicht zum Surviven und man ja, ist am Verrecken, da kann man hiermit immer noch den Rosenkranz beten, hier so. Ich weiß nicht so richtig, wie das geht, obwohl ich Katholik bin oder weil ich Katholik bin wahrscheinlich. Mutter Maria im Himmel, warum habe ich mir nicht was Ordentliches zu essen mitgenommen? Wie auch immer, ich kenne mich damit nicht so aus. In Lolli, ne? Aber nicht nur. Man kann damit, also man, Selbstverteidigung ist in Deutschland verboten, aber sagen wir mal, man kann das mit ins Ausland nehmen und wenn einem dann einer blöd kommt, bam! Ne? Ich weiß auch nicht, ob das rechtlich okay ist, ob man dann hier in Deutschland in den Knast geht. Wer weiß, es ist eine Blume drauf, ne? Also man kann das auch, man kann sich dahinter vielleicht auch so ein bisschen verstecken, wenn man das einem so direkt vor die Nase hält. Ne, wäre man nicht albern, das kann man natürlich nicht. Survival-Brombeeren, die sind ziemlich gut, weil die haben garantiert keinen Fuchsbandwurm. Ne? Und da ist hier so Glucose oder Fructose oder irgendwie so Zucker drin. Das braucht der Körper. Eine Reisflugscheibe, falls man Verschwörungstheoretiker im Wald trifft, kann man dem eine Freude machen. Ganz nett. Survival-Muscheln, kann man auslutschen und dann als Augenschutz nehmen, wenn man, sagen wir mal, wenn einer einen mit Pfefferspray angreift. Hier so kleine Lollis, gar nicht mehr verpackt. Aber nett, nett. Bong bong, ne? Man braucht ja auch was für die Motivation, für die gute Laune. Ah! Eine Uhr! Hier. Mit 2 verschiedenen Uhrzeiten. 6.30 Uhr und 3.45 Uhr. Das heißt, die geht nicht nur zweimal am Tag richtig, sondern 4-mal. Ja, und wie oft guckt man auf die Uhr? Ja gut, vielleicht so 10-mal. Oder sagen wir 8-mal. Dann zeigt die in 50% der Fälle die richtige Uhrzeit an. Das ist nicht schlecht, das ist besser als nichts. Ja, hier, da kann man auch als Halskette tragen. Da kann man sich da ein Survival-Messer drum machen. Super. Und wer braucht bitte Paracord, wenn er so was Elastisches hier hat? Ne? Astrein. Das kannst du für alles nehmen. Ne? Als Lasso, wenn du ein Eichhörnchen fängst. Oder wenn du lieber so der Erschießer-Typ bist, dann kannst du das hier auch so nehmen. So. Und nimmst hier so einen Bonbon. Und dann kannst du das astrein durch die Gegend schießen. Ne? Ja. Eine Survival-Flasche. Das ist echt klasse. Ey, das ist sogar richtiger Gummi hier. Da kann man ein Loch reinstechen, dann ist das eine richtige Babyflasche. Also falls man mal im Wald ein Kind zeugt, oder sagen wir mal, man schwägert eine Alte und denkt sich, ach du Scheiße, ne? Wenn das einer mitkriegt, die ist ja gar nicht weiß oder irgendwie sowas. Aber man bringt es nicht übers Herz, zu sagen, tschüss,
Da versteckt man die vielleicht im deutschen Wald, ne? Ich will mich da eines Urteils enthalten, weil zumindest bezieht die da ja keine Sozialhilfe. Und im Wald hat man nur Survival-Kram, deswegen, wenn das Kind auf die Welt kommt, hat es dann hier ein Fläschchen. Die ganze Passage gerade war vielleicht ziemlich menschenverachtend. Ich möchte das bitte alles streichen. Nur eine Flasche hat man, wenn man das leer geknabbert hat. Da kann man Wasser drin abkochen, nicht. Aber transportieren. Ja, oder auch sonst. Hier mit dem Gummi, das ist echt klasse. Das kann man für alles Mögliche verwenden. Für alles Mögliche. Weil man sich mal verschrieben hat. Und so weiter. Und die Liebesperlen, das sind halt echte Energielieferanten. Oh, hier kann man sogar abmessen. Siehst du, hier ist so eine... Wow. Also wenn einer sagt, gib mir 100 Milliliter oder ich schlag dich tot, sagst du, kein Problem, da kriege ich ganz genau hin. Und dann schlägst du den nämlich tot. Man läuft ja nicht rum und verschenkt Wasser. Wer ist man denn? Ja gut, hast rein. Und hier kann ich mir auch hier irgendwie ins Lager so hängen. Vielleicht für schlechte Zeiten. Hier so hin. Ist auch sehr dekorativ. Ne? Ich wollte hier schon lange was an die Wände hängen. Ja, Ast rein. So viel Survival-Kram kriegt man normalerweise nicht. Ist auch haltbar, bis also nur ein Jahr haltbar. Und ganz ehrlich, der Scheiß hier, der läuft nur auf dem Papier ab. Ne? Was soll daran schlecht sein? Das ist pure Chemie. Ne? Also richtig Outdoor. Richtig Outdoor. Mega geil. Schmeckt übrigens gar nicht so schlecht, der Lolli hier. Kann man essen. Ja, besser als Insekten oder so eine Scheiße zu fressen. Wie Bear Grylls, ne? Da denke ich mir auch. Bär. Warum kaufst du dir nicht mal hier so eine Nostalgietüte im Aldi? Weil wird man damit nicht besser überleben. Und ich meine, der Typ nennt sich Bär. Was würden Bären machen? Wenn die Wahl hätten, im Supermarkt die Regale leer fressen oder im Wald rumstrolchen, da wüsste ich, was die machen. Ne? Und zwar nicht das, was Bear Grylls macht. Der Mann ist wohl mehr Grylls als Bär. Aber ich bin nicht mehr Ilne als Outdoor. Oder doch? Naja, Fragen über Fragen. Für Antworten ist keine Zeit. Tja, für die, die schon so eine Survival-Tüte hier haben, ist das, was ich jetzt sage, nicht so von Interesse, ne? Weil die überleben auf jeden Fall. Ja, gibt es für die gar keine Alternative mehr. Aber für alle anderen gilt: Überlebt oder Hasch, überlebt oder sterbt. Überlebt oder sterbt? Überlebt oder sterbt?